Sag mal, Männer, könnt ihr innehalten? Logisch. Klar, Chef. Ich hab Herr Günselsen und Hüpenbecker nebst ihren Frauen zu einer Feier eingeladen. Ich hab vor, Herr Günselsen mit Schnaps einzuwickeln und so einen Auftrag an Land zu ziehen. Ach was. Ja, ja, ihr seid mit eingeladen. Ihr dürft heute länger bleiben. Aber keine Überstunden aufschreiben. Hört ihr? Aber ich muss... Nix da, die Firma geht vor. Ihr sollt mir helfen beim Schnapsbrennen. Schnapsbrennen? Echt, Meister? Psst, das ist leider noch nicht legalisiert worden. Sag bloß nix in der Berufsschule. Hörst du, Werner? Margret, wieso hebst du die Stimme? Bring sofort das Zeug hier weg. Walter! Und zieh dich endlich um. Hier, ich hab hier Farris Anzug. Der Lehrling soll sich auch umziehen. Ich hab hier den Konfirmationsanzug von Heine. Nee, das will ich nicht anziehen. Nee, nee, Werner. So kannst du nicht mit uns einen Tisch setzen. Die Günselsens, das sind hohe Tiere. Denk an die Firma, wir brauchen den Auftrag. Ich hab ihn extra aufgebügelt. Na gut, Meister. Werner,